Willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Ich habe mich sehr stark gelevelt. Ihr werdet geschockt sein, würde ich jetzt mal behaupten, wenn ihr dann seht, welches Level ich gerade bin. Denn letztes Mal war ich ja Level 29 oder so und das war ja schon hoch. Und oha, ihr werdet ganz schön... Ach so, ich bin gerade irgendwie reingekommen, lol. Okay. Hurra, Lerö, endlich du, mein Flugzeug ist fertig. Ich habe neues Metall aufgetan, mein Traum wurde Wirklichkeit. Du bist gut dir. Drücke Arm zu starten. Im Flug drücke L für Tiefflieger und R, um höher zu fliegen. Mit Y beschleunigst du. Um zu landen musst du tief fliegen und auf A drücken. Würde ja auch jeder normale Mensch zu einem sagen, ja, ja, mit dem Führerschein. Ja, jetzt musst du A drücken, um schneller zu fahren und dann... Auf den Pfeiltasten kannst du dich hin und her bewegen. So würde es auch jeder machen. So. Hier ist plötzlich eine Landebahn. Das ist natürlich sehr logisch und so. Aber ich kann jetzt nicht L und R benutzen auf dem Gamepad. Die muss ich auf der Tastatur benutzen. Weil ich auf dem Gamepad nämlich... Was soll ich gerade sagen? Auf dem Gamepad habe ich da die Save States. Falls ich in Mario Hex spiele oder so. Und wo ist jetzt nochmal... Also, ich zeige euch schon mal, wo wir ganz am Ende vom Spiel hin müssen. Und das wäre... Das hier, in Sibirien. Hier wird dann der... Ach, egal. Ich spoilere jetzt mal noch nicht zu viel. Ui. Okay. Und wir sind auch schon da. Hier waren wir vorher noch gar nicht. Und ihr werdet nicht sehr überrascht, dann denke ich. Ich denke mal, ihr könnt euch das denken, dass man das Flugzeug jetzt nur für dieses eine Mal brauchte, weil sie sich nichts anderes, besseres denken konnten, wie man da hinkommt. Naja. Ist ja auch egal. Oh, Tempel. Das sieht aber ganz schön düster aus hier. Ist hier ein Kristall oder so? Da. Wohnsitz, ja. Jetzt bekommen wir nämlich erzählt, was es mit diesem Beruga auf sich hat. Oh oh. Einst gewann er den Nobelpreis für seine Studien über Biotechnologie. Seine Experimente mit der DNA brachten wichtige Erkenntnisse. Seitdem widmet er sich nur noch den Studien der Unsterblichkeit. Menschen scheuen die Stille und haben Angst vor der Dunkelheit. Warum? Da sie den Tod fürchten. Ein Dramatiker sagte einst... Menschen werden weinend geboren. Der Tod und die Geburt sind mit großem Schmerzen verbunden. Wenn alle unsterblich sind, werden diese Ängste nicht mehr existieren. Beruga wird diese schöne neue Welt erschaffen. Beruga liegt im Tiefschlaf in der Kältekammer. Bald wird er in dieser Welt erwachen. Lasst uns für diesen Tag beten. Ja, Beruga ist der böse Mann, der uns unsterblich machen will. Warum auch immer er... Ich meine, wir müssen ihn jetzt daran hindern, dass er uns unsterblich macht. Das ist irgendwie unlogisch, weil ich meine... Dann sorgen wir dafür, dass Menschen sterben mit 100 oder... Keine Ahnung, wie viel so ein Durchschnittsmensch wird. Und wieso konnte ich da schon wieder nicht durch die Tür? Gibt es irgendwo ein Kristall oder so? Ist eigentlich unwichtig, aber ich guck einfach mal. Baba. Okay, anscheinend nicht. Dann wird es Zeit, ins nächste Dungeon zu gehen. Da. Hier, das ist das nächste Dungeon. Boah, das ist auch geile Musik, finde ich. Level 35. Ich hoffe, ihr seid das vom Stuhl gefallen. Ich hoffe, ihr habt in einem gesessen. Weil ihr merkt, ich habe 102 von 509 HP und es macht schon dieses Geräusch, dass ich fast tot bin. Du benutzt die Götterknolle. Ich könnte jetzt schon 3 Götterknollen hier benutzen, damit ich wieder voll geheilt bin. Ba. So, sorgen wir erstmal für Licht. Du betätigst den Schalter. Geil, okay. Da müssen wir gleich lang. Ich suche jetzt gerade mal eben den Weg. Dürfte aber eigentlich nicht zu kompliziert sein. Hier sind irgendwelche Roboter, die auch von diesem Beruga erschaffen wurden. Da kriechen wir durch und spulen vor währenddessen. Die kriegen wir auch durch und spulen vor. Und wir erhalten den Seelenpanzer. Das klingt ja sehr freundlich. Dann rüsten wir uns den mal aus. Oh mein Gott, er hat 8 plus. So, wie viel hat jetzt die läppischste Rüstung hier? Minus 45. Das ist
Damn, echt, das ist schon ziemlich schlecht für diesen Anzug, den wir da bekommen haben von Melina. Man könnte fragen, oh, geile neue Gegner. Ja, ich ziehe 509. Oh, oh, aha. Ich habe beim Training genau da aufgehört, wo ich das neue Level erreicht hätte. Ja, das ist toll. Jedenfalls seht ihr, oh, die haben auf jeden Fall über 211, aber wir zocken den auch hier schon über 1000. Obwohl es so ziemlich die stärksten Gegner im Spiel sind, weil wir das Spiel nämlich sogar bald durch haben. Das kann ich euch schon mal verraten. Irgendwie sieht das aus wie so ein Space Donald irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie ich das richtig sagen soll. So, betätigt den Schalter. Und dadurch haben wir jetzt Maschinen in Gang gebracht. Wie ihr vielleicht da oben eben an so einer Kette erkannt habt, die sich plötzlich gedreht hat. Ja. Wir haben hier irgendwie ganz viel Zeugs in Gang gesetzt. Auch einen Fahrstuhl, den ihr gleich sehen werdet. Jetzt spiele ich wieder vor. Lalala. Ja, und die Roboter arbeiten. Seht ihr das hier? Da hat eben die Hand. Ja, genau. Er bewegt sich. Die Roboter arbeiten jetzt. Die Roboter arbeiten für uns. Die arbeiten jetzt für uns hier. Ja, ne? Dann können wir weitergehen, würde ich sagen. Da, 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 da. Und was ist hier? Ah, der Fahrstuhl, genau das meinte ich. Der hat vorher nicht funktioniert. Da, da, da. Da. Ba, 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 da. Ey, wie lange dauert denn das? Hallo? Hallo? Ah, okay. Ich dachte gerade, was soll die Scheiße jetzt hier wieder? Oh. Oh, hier sind Ampeln. Ja, es sind tatsächlich Ampeln. Keine Ahnung, warum das Laufband jetzt hier da ist. Vielleicht wollten sie da noch ein paar Gegner einbauen, damit es schwerer ist, aber... Und dann haben sie die Gegner vergessen oder so, ich weiß es nicht. So. Da können wir natürlich selbstverständlich auch wieder durchkriechen. Und wir sehen ja schon Teleporter am Rand. Was hat das mit dem wieder auf sich? Also, und ich denke mal, ich muss nicht mehr leveln, aber ich werde einfach so zum Spaß... Na, wobei... Bei meinem anderen Spielstand war ich beim Final Boss auf Level... Oh, toll. Da war ich auf Level 40 beim Final Boss, jetzt bin ich auf Level 36. Ich glaube, ich sollte circa... 50 ist das maximale Level, was man sein kann. Ich überlege gerade. Auf was für ein Level ich mich machen, powern sollte. Ach, egal, wird sich dann noch ergeben. Du stirbst, du hast ja nichts zu suchen, Mistkerl. So. Da, da, da. Wo muss ich eigentlich hin? Oh, hier wahrscheinlich. So, betätigt den Schalter. Was habe ich damit jetzt gemacht? Warte mal. Ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal zum Aufzug zurückgehen, weil ich glaube fast, das war es jetzt schon mit diesem Stockwerk. So. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Ach, genau, da gibt es gleich zwei Kisten und die können wir... Ich mache mal den Ton ein bisschen leiser. So. Da, 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 da. Du willst kassieren, mein Freund, glaube ich. Hä? Ah, klar, natürlich. Da, da, da. Okay, ich glaube, ich höre jetzt einfach mal auf zu singen. Ich glaube, es geht ein paar von euch bestimmt ziemlich auf... Ist das eine Leiter? Na, wahrscheinlich nicht. Ziemlich auf den Geist. Deswegen unterlasse ich das jetzt einfach mal. Ja, okay, wir können weiter runter. Ach man, ich wollte wieder aufhören zu singen und dann spule ich mal vor. Alter, wie lange fährt der denn eigentlich nach unten? Wie? Das haben wir doch bestimmt extra gemacht, falls jemand ein Let's Play von dem Spiel macht, dass die hier ewig viel Zeit verdödeln. Und das sind Eiswürfel, was auch immer die hier wollen. Und das sind 100 circa. Auch wenn wir kein Geld mehr brauchen, wir haben schon genug Geld. Bei weit kann man hier drüber. Nee, warum auch immer man da nicht drüber kann jetzt. Man kann es einfach nicht. Okay, erstmal hier rein. Ich glaube, das ist für ein Abwehr-Alex. Ist hier. Das ist gut, das kann man immer mal gebrauchen, ein bisschen Geld auch. Auch wenn wir es wirklich gar nicht mehr brauchen, aber egal. Ist das wirklich ein Abwehr? Oh, meine Fresse, habe ich das gut in Erinnerung hier. Der stirbt, hallo? So, sehr, sehr schön. Gut. Na, 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 na.
gucken wir mal nach. Sieht irgendwie aus wie ein Morgenstern. Kann ich damit nicht die Gegner angreifen oder so? Was wir alles schon gesammelt haben, fällt mir auf. Und ich frage mich gerade, seit wann ich diese komische Schriftrolle hier habe. Na egal, Hundepfeife, Herpesglocke, Turmschlüssel, ah, okay. Da. Ich kann mich einfach nicht beherrschen, dass ich nicht singe, weil irgendwie, immer wenn ich zocke, singe ich einfach irgendwie den Ingame-Sound nach. Was anderes kann ich auch nicht singen, außer Ingame-Sound aus irgendwelchen geilen Games. So. Viele Leute haben mir auch schon gesagt, dass sie das Spiel wirklich sehr geil finden. Und dass die irgendwie finden, dass es mein Favo-Projekt ist, also dass die finden, dass es mein bestes Projekt ist. Entweder das liegt am Spiel oder einfach, dass ich mich verbessert habe. Oder in beidem, keine Ahnung. Oder dass ich ja einfach richtig gute Stimmung habe, wenn ich das zocke. Im Gegensatz zu Lost Levels, weil da bin ich ja immer nur so träge und habe keinen Bock drauf. Hä? Eingabe der Daten. Bitte gib das Passwort ein. Was für ein Passwort? Was geht ab? Was geht denn jetzt ab? Diese Maschine kontrolliert alle Systeme in Büroges Labor. Die Daten werden durch ein Passwort geschützt. Ohne das richtige Passwort bin ich also machtlos. Merke dir gut, was ich sage. Bloody Mary. Das ist irgend so eine Hexe, die alle tötet oder so. Irgendwie von damals. Ich weiß auch nicht mehr. Bloody Mary, so vielleicht? Passwort akzeptiert. Aufzüge und Kältezentren sind durch das Passwort freigegeben. Hallo, es hat beim ersten Versuch geklappt. Doch wo ist für solche tollen Sachen? Anschluss an die Datenbasis. Dafür brauche ich gar nichts. Es ist einfach nur so, falls es wen interessiert. Mich interessiert... Blabla. Mich interessiert es jedenfalls nicht. Mich würde mal interessieren, ob man da viele Erfahrungspunkte für den Bolzen hier bekommt. Naja, egal. Ja, wie ihr seht, haben die Gegner können uns gar nichts mehr anhaben. Ich wurde noch nicht getroffen, glaube ich, in diesem Dungeon. Das war genau das, was ich meinte. Ab diesem Dungeon mit dieser komischen Hexe da, wo man auf Level 25 sein musste, was ich mehrmals erwähnt hatte. Ab diesem Dungeon ist das Spiel so einfach, zumindest bis zum Final Boss. Weil hier kann man alles einfach nur abmetzeln und fertig. Dann war's es und... So. Und wir fahren in die letzte... Wow, es geht aber richtig ab hier jetzt. Was geht denn? Da war doch gerade die Etage nicht. Okay, fährt er jetzt einfach mal zwei Etagen, warum auch nicht? Drei Etagen? Hallo? Es reicht langsam. Okay. Das war jetzt sehr toll. Und wir kommen zum nächsten Bossfight. Das kann ich euch schon mal... Wieso geht er eigentlich nicht aus diesem Licht raus? Das ist schon ein bisschen blöd von dem. Naja. Oh. Sieht so aus wie ein bisschen Schrottplatzreste und ein... Oh. Egal. Der Boss ist jedenfalls ziemlich leicht auf so einem hohen Level. Ja, das war das erste Bein. Wir müssen einfach alle drei Beine kaputt machen. Da zieht man ihm einfach mal 300, dann war's. Das ist schon fast. Ja, noch einmal treffen oder so, dann war... Hallo! Ja, also ihr merkt, er hat fiese Tricks drauf. Also wenn man dann irgendwie unterlevelt wäre, dann wäre der richtig schwer. Aber er ist down. Wir haben alle sein sollen. Noch nicht fertig, ein Trick folgt noch. Jetzt müssen wir einfach diese komischen Teile hier besiegen, aber die sind wirklich lächerlich. Also, das sind irgendwelche. Keine Ahnung. Die letzte Attacke hat ihn zerrissen. Ja, okay. Okay, das war auch schon der Boss, den ich jetzt sehr einfach fand. Und hier werden irgendwelche perversen Tierversuche durchgeführt. Auch wenn das keine Tiere sind, sondern eher Zombies. Und hier ist er. Hier ist Beruga. Oh, oh, das ist der, der dafür sorgt, dass alle Menschen weiterleben sollen für immer. Aber wir töten ihn jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, wer du bist, doch danke, dass du mich geweckt hast. Ich bin Beruga, wie du siehst, bin ich Wissenschaftler. Die Welt starb, ich will in einen tiefen Schlaf. Ja, zur Verstehung der Menschen. Folge mir, ich will dir etwas zeigen, Junge. Oh yeah, komm mit. Oh yeah. Ich bin ein pädophiler, bettiger Mann, der dich jetzt... Ah ja, und jetzt ist er weggerannt, oder was? Kaum war aus dem Bild, ist er gerannt, wetten? Und ich kann durch ihn durchlaufen, das ist auch...
Ich bin ein Geist. Ja, toll und so. Ja, okay, hier läuft er dann hin und... Na, guten Tag, der nette Herr. Ich schuf diese Leben, sind sie nicht wundervoll? Damit können die Menschen ewig leben, keine Angst mehr vor dem Tod. Sprich mit den Zombies im Nährstoffbad oder so. Der Zombie, er schaut mich an. Hey, dieser Zombie sieht unglaublich traurig aus. Ist doch klasse, den Tod zu überleben, oder? Wenn der Tod verschwindet, wird die Erde bald überquellen. Ach Quatsch, das hat er... Oh, okay, egal, das hat eigentlich der Held gesagt. Natürlich habe ich das vorher einkalkuliert. Unwichtige werden sterben, nur die wichtigen Menschen überleben. Wie bitte? Das will ich jetzt aber gar nicht... Wow, was ist denn das jetzt? Hey, du scheinst zu heiß gebadet zu haben. Doch komm mir nicht zu nahe. Kennst du die drei Gesetze der Roboter? Roboter dürfen Menschen nicht angreifen. Roboter dürfen müssen Menschen beschützen. Danach erst dürfen die Roboter sich selbst schützen. Doch für meine Roboter gibt es ein Gebot, das über allen steht. Wer mir an meinen Kragen will, wird sofort ohne Gnade eliminiert. Gnade. Wir haben alle so viel Gnade vor dir. Mein Reich wird bald aus der Unterwelt emporsteigen. Ich habe große Pläne für die Menschheit. Und, oh, mein Reich, lass uns Zeuge der Veränderung dieser Welt sein. Ey, in dieser Stadt war ich noch gar nicht. Was soll denn das jetzt? Oh, eine giftige Wolke oder so. Was soll man das jetzt... Oh, die ganzen Menschen... Tja, das war's wohl mit den Menschen. Und ich glaube, das war jetzt nicht sehr freundlich, was auch immer da gerade passiert ist. Oh. Oh, ja, Mensch, bleib doch zu Hause. Oh Mann, seid ihr dumm, ey. Ach egal, dumme Menschen muss es geben. Und naja, die hören einfach dazu. Oder so. In die Stadt müssen wir jedenfalls auch gleich, dann als nächstes fast. Ich mach nochmal ein bisschen leiser, ich weiß nicht, ob das zu laut ist, alles hier zu sein. Das ist wieder der Herr mit seinem Peniszepter hier, ist du. Du hast der Welt bislang gute Dienste erwiesen. Nun wird Beruga aus der Welt ein Paradies machen. Deine Aufgabe ist erfüllt. Halte ein für immer. Das kannst du nicht machen, Weiser, du perverses Schwein. Was soll denn das? Nee, das grenzt jetzt an die Gebote und so. Du sollst dich töten, hast du davon schon mal was gehört? Nun werde ich sterben. Nein, du... Einspruch, das zählt jetzt nicht. War das nicht anders irgendwie? Ich frage mich, wofür ich all die Jahre kämpfte. Erschuf ich die Welt, um sie Biroga zu überlassen? War das meine Bestimmung? Ich will nicht sterben, ohne zu wissen... kommt jetzt noch was, oder war es das, mein Freund? Halte durch, Stu, du darfst hier nicht sterben. Du siehst außerhalb des Rings des Schicksals, du stehst außerhalb des Rings des Schicksals. Du kannst es ändern. Diese Welt braucht dich. Ich werde dich zu mir holen. Halte durch, mein Freund. Ist es jetzt Gott, der zu ihm geredet hat und holt ihn jetzt zu sich in den Himmel? Ich bin nicht gläubig. Ah, wir sind in Lhasa. Endlich. Du bist erwacht. Lord Kumari kam mit dir an. Du warst schwer verletzt. Der Schattenstern wurde wiedergeboren, wie du sicher weißt. Ohne Mühe radierte er eine ganze Stadt aus. Ah, freundlich. Stu, du kannst Lord Kumari nach dem Weg fragen, bevor die Dunkelheit uns alle verschlingt. Das klingt sehr positiv. Das heißt, wir machen ein safe Starte. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschö.